Gänsehautstimmung im Camp Nou. Der FC Barcelona nach dem Champions-League-Sieg zurück in der Heimat, von zehntausenden Fans gefeiert. Vereinslegende Xavi durfte den Pokal in Berlin entgegennehmen. Sein letztes Spiel für Barca nach 17 Jahren, ein Triumph. Ich danke Luis Enrique, seinen Assistenten und dem ganzen Team, dass sie mich an der Saison teilhaben ließen und mir erlaubt haben, mich auf diese Art und Weise zu verabschieden. Ich danke euch allen. Ich werde euch vermissen. Lang lebe Barcelona und lang lebe Katalonien. Für Xavi war es, genau wie für Andrés Iniesta und Lionel Messi, der vierte Triumph in der Königsklasse. Es soll nicht der letzte bleiben. Wie ich vorher sagte, es ist schwer, aber ich habe keinen Zweifel, dass wir weitermachen. Denn diese Gruppe hat Lust darauf, noch einiges zu erreichen. Ihr wolltet die drei Pokale, hier habt ihr sie. Lang lebe Barça und lang lebe Katalonien. Begonnen hatten die Feierlichkeiten noch im Hellen. Bereits am Nachmittag wurden die drei Pokale bei der obligatorischen Busparade präsentiert. Es wurde eine Triumphfahrt durch Barcelona. Eine ganze Stadt feiert ihre Helden.